Rote Rosen-Vorschau Folge 3767. Malte bestätigt bei vollem Bewusstsein, dass Annette ihn angegriffen hat. Während Ralf den Haftrichter informiert, stellt Annette Malte zur Rede und begreift, er hält sie tatsächlich für schuldig. Dank Delay erkennen Simon, Charlotte und Doris, die Familie muss nach Peters Tod zusammenhalten. Durch ein Missverständnis erfahren die Geschwister, dass Dahlmann-Trikotagen finanzielle Probleme hat und Doris macht Simon unmissverständlich klar, er soll die Firma übernehmen. Marvin erkennt durch den Verlust von Charlotte, er wünscht sich eine Beziehung zu seinem Vater. Er geht einen Schritt auf Ralf zu, doch dem ist ein berufliches Telefonat scheinbar wichtiger. Rick, Hannes, Gunther und Amelie wollen Investor Baumgart auf die Gästeliste ihrer Charity Gala setzen. Da bietet Johanna ihre Hilfe an, aber fordert im Gegenzug einige Privilegien. Doch der meldet sich nicht zurück. Lilly hat Liebeskummer. Britta will ihre Tochter trösten, doch Lilly blockt ab. Ihre Probleme bespricht sie lieber mit Carla und Johanna,